Und damit Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Nach dem Sachsen-Derby der Veilchen gegen Dynamo Dresden am Ende ein 1:1. Die Spiele parallel. Werder Bremen 2 gegen Osnabrück 0:1. Hallescher FC Stuttgarter Kickers 1:1. Mainz 2. gegen Aalen 1:0. Erfurt schlägt Rostock 3:2. Würzburger Kickers Cottbus 2:2. Großasbach Magdeburg 1:0. Und Preußen Münster gegen Wien Wiesbaden am Ende. Torlos 0:0. Beide Cheftrainer sind hier bei uns. Auf dem Podium am Donnerstag noch zusammen im Frühprogramm von MDR1 Radio Sachsen. Heute wieder zusammen am Mikrofon und der Gästetrainer hat zuerst das Wort. Also Uwe Neuhaus, bitte. Ja, danke schön. Ja, ich finde, insgesamt gesehen war es für die dritte Liga wirklich ein Top-Spiel mit zwei richtig guten Mannschaften. In der ersten Halbzeit ein relativ ausgeglichenes Spiel, richtig 100%ige Torchancen, relativ wenig, aber immer wieder in Ansätzen. Beide Mannschaften gefährlich vor dem Tor und Paco macht dann für uns das 1:0 und danach haben wir auf dem Weg nach vorne zwei, drei richtig gute Gelegenheiten, die wir nicht 100%ig gut lösen, wo wir falsche Lösungen einfach wählen. Und so gehen wir in die zweite Halbzeit, wollten natürlich ein bisschen kompakter stehen, ist uns nicht so richtig gelungen. Ich glaube, Aue hatte trotzdem nicht so richtig 100%ige Torchancen. Wir haben aber den Fehler gemacht, dass wir uns zu sehr auf das Verteidigen verlassen haben, haben kaum noch Aktionen nach vorne gehabt und so wurde der Druck auch gerade nach den Auswechslungen von Pavel immer größer und es lag förmlich so in der Luft. Und nach dem 1:1 haben wir dann unser Spiel wieder einigermaßen gefunden und haben dann eine überragende Chance vom Lumpi Lamberts und hätten da eigentlich vielleicht das Siegtor schießen können. Letztendlich glaube ich, dass es genauso, wenn wir das 2:1 in dieser Situation erzielt hätten, ein verdienter Sieg gewesen wäre, wenn es dann so geblieben wäre. So ist es ein verdientes Unentschieden, wo beide Mannschaften, glaube ich, auch ganz gut mitleben können. Und nochmal Kompliment an die Mannschaft von Pavel. Wir haben schon eine gute Truppe zusammen und ich glaube auch, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch ein bisschen klettern können. Dankeschön. Vielen Dank, Uwe Neuhaus. Und damit Querpass zu unserem Chefcoach Pavel Dotschew. Ja, danke schön, Uwe. Also ich denke schon, dass das wirklich das Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau war für die dritte Liga. Zwei gute Mannschaften, die aufeinander getroffen haben, haben wirklich sehr, sehr gut das gemeistert. Das Spiel war für uns gegen so eine Spitzenmannschaft wie Dresden auf Augenhöhe. Ich sehe das so und das freut mich auch deswegen, dass wir auch mit so einer Spitzenmannschaft, wiederhole ich mich, wie Dresden auf Augenhöhe spielen können. Und das ist kein Kompliment, das ist Tatsache, das spricht alles für Dresden und wir waren heute absolut, das Spiel war ausgeglichen. Ich denke schon, dass wir sehr, sehr viel Aufwand getrieben haben, um das Niveau auch zu 90 Minuten zu erhalten. Was wir nicht gut gemacht haben, erste Halbzeit, war, dass wir nach Barverlust zu viele Leute vor dem Ball gehabt haben und die Mannschaft von Dresden hat zu viel Raum und wir mussten immer Richtung eigene Tor verteidigen. Das hat mir nicht gepasst. Und diese Laufduelle Richtung eigene Tor sind immer sehr brandgefährlich. Und das war nicht gut und zum Glück haben wir geschafft, über die Zeit zu bringen und in der Halbzeit haben wir das korrigiert und zweite Halbzeit haben wir das Spiel im Griff gehabt und wir hätten auch viel früher auch auswechseln, um ein bisschen das Risiko zu erhöhen, aber ich habe gedacht, noch 20, 30 Minuten warten und dann erst auswechseln, weil die Mannschaft von Dresden ist wirklich brandgefährlich und wir dürften nicht zu früh hinten aufmachen. Zum Glück haben wir geschafft, durch Standards das Ausgleichstor zu machen und danach war alles hin und her, so wie alles bei einem Derby-Spiel ist, war das Spiel offen. Natürlich haben wir unser Wunschgedanken, wir wollten heute unbedingt gewinnen, aber das war nicht durch den Verlauf dieses Spiels, denke ich mir, mit dem Punkt können wir hundertprozentig damit gut leben. Und es war wirklich ein spannendes Spiel. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, was mir auch am Herzen liegt, ist ja auch, dass beide Fanlager haben sie sich vorbildlich verhalten heute. Wir haben gar keine
für so ein Spiel, von so viel Präsenz, dass das Spiel so friedlich verläuft, das ist ja nicht selbstverständlich und das freut mich sehr. Und ich möchte an dieser Stelle auch Kompliment machen an die Dresdner Fans und an die Auer Fans. Und ich wünsche an Dresden und an Uwe persönlich natürlich alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel Dotschew. Und damit ist die Fragerunde eröffnet. Wenn es denn Fragen gibt, dann Feuer frei. Gibt's keine? Doch, bitte ganz kurz Name und Redaktion dazu. Tim Schlegel, Bild-Zeitung Dresden. Aha. Herr Neuers, Pascal Tastroh hat gesagt, dass Sie einen überragenden taktischen Schachzug getätigt haben, der in der ersten Halbzeit sehr gut aufgegangen ist. Vielleicht können Sie mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was Sie dazu bewogen hat. Ich überlege gerade, was er meint. Nein, wir haben Aue natürlich analysiert und haben auch festgestellt, dass sie eine sehr kompakte Mannschaft haben, die nach Balleroberung im Mittelfeld vor allem sehr, sehr schnell und stark in die Spitze umschalten kann. Eigentlich spricht das, was wir gemacht haben, genau dagegen, weil wir wollten durchs Zentrum kommen, haben nach wenigen Minuten, und das wird er wahrscheinlich gemeint haben, dann umgestellt von dem normalen 4-3-3 auf 4-4-2 mit Raute. Und Überzahl im Mittelfeld zu schaffen mit scharfen, genauen Pässen durch die Schnittstellen, immer wieder dann auch durchs Zentrum nach vorne kommen. Und das meinte ich eigentlich vorhin auch mit den zwei, drei Möglichkeiten, auch nach dem 1-0, wo wir immer wieder gute Ansätze hatten, als aber letztendlich nicht optimal zu Ende gespielt haben. Vielleicht wäre es genauso gut im normalen 4-3-3 dann auch gelaufen. Das kann man nie voraussehen, aber man muss ja vorm Spiel irgendwo sich Gedanken machen, wie man den Gegner knackt, und es hätte eigentlich ganz gut aufgehen können. Vielen Dank. Weitere Fragen? Kjell Riedel von der Freien Presse. Eine Frage an beide Trainer, die jetzt weniger mit der sportlichen Situation was zu tun hat. Das Spiel haben sie ja analysiert. Wir haben heute den Fall gehabt, auch vor dem Spiel in Aue, dass plötzlich die Politik ins Stadion schwappt mit der Schweigeminute, mit den Zwischenrufen bei der Schweigeminute. Wie haben Sie denn in der Spielvorbereitung die Geschichten, die jetzt rund um den Sport passieren, in Ihren Mannschaften, in Ihren Vereinen erlebt? Welchen Einfluss hatte das auf die Vorbereitung und aufs Spiel? Natürlich kann man dieses Thema nicht ausklammern, das will man auch gar nicht, das muss man ja schon in irgendeiner Art und Weise behandeln und bearbeiten, auch besprechen. Wir haben es jetzt nicht in einer großen Runde zusammen zum Thema gemacht, sondern es findet eigentlich mehr in Einzelgesprächen statt, in kleineren Gruppen. Das ist natürlich allgegenwärtig und trotzdem, ich glaube auch der einhellige Tenor ist in ganz Deutschland, dass es trotzdem weitergehen muss und dass Fußball Teil unserer Lebenskultur ist und dass wir, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann auch auf diese Dinge konzentrieren müssen. Ich glaube, das ist beiden Mannschaften gut gelungen und während des Spiels kam es ja zu keinen Situationen. Deswegen hat der Pavel absolut recht, dass allen großes Kompliment ausgesprochen werden muss, die dazu Anlass geben, darüber auch wieder anfangen zu diskutieren. Und deswegen war es heute ein absolut gelungenes Beispiel dafür, dass wir, welchen Stellenwert der Fußball bei uns in der Gesellschaft, in unserem Leben besitzt. Und deswegen war es für mich eigentlich ein perfekter Tag. Ja, ich denke schon, dass bei uns auch Thema ist, dass wir haben jetzt nicht offiziell Runde gemacht und darüber diskutiert, aber jeder beschäftigt sich damit. Ich denke, nicht nur wir als Mannschaft, alle Menschen haben sich damit beschäftigen und sich Sorgen machen. Wir können leider nicht viel machen, weil das Einzige, was wir machen können, ist ja Vorbilder zu sein für unsere Gesellschaft, dass wir uns professionell verhalten, auf unsere Sachen konzentrieren und einfach sagen oder nach außen zeigen, wir distanzieren uns von solchen Sachen. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Ja, uns fragt sowieso keiner. Also wir können nur das machen, was wir machen müssen. Und das tun wir auch. Also deswegen, ich denke, das sage ich nochmal, für mich ist ja Fußball auch bildend, auch für die jungen Leute und für die Gesellschaft und Sport generell. Und deswegen muss auch
menschlich sein. Und das versuchen wir auch zu machen. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann am nächsten Samstag Uwe Neuhaus mit seiner Mannschaft gegen Preußen Münster. Wir am Sonntag im Old Otto oder Goodbye Old Otto Spiel gegen Fortuna Köln. Bis dahin, unseren Gästen eine gute Heimreise und allen anderen zusammen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön und Glück auf.